Wir hatten gestern sind mit einem Jäger mitgegangen. Mit denen haben wir dann ein großes Portal aufgemacht. Und der hat alleine quasi uns zu Stufe, was war das? 34 7 und 3. gebracht. 37, also 37 Wellen, ne? Und oder Welle 37 und 34 war man dann, glaube ich, im Modus. So, und ich bin dann, um mich zu retten, rausgeportet und hab da erstmal 3 Paragon-Level gemacht, ne? Erst der Gegner Das ging. Bam, bam, bam. und Level gleich up, ein bam, bam, bam. Legendary. Level up, Alter. Das war, ging ratzefatze gestern. Ja, das war echt nicht mehr heilig. Selbst auf meiner hohen Stufe. Theoretisch, wenn wir jetzt ein großes Nephalem mit unseren Season Chars aufmachen, ne? Okay, da müssen wir aber jemanden haben, der den Season Char hat und uns da durchzieht. Jemand, der gut Okay, ausgerüstet was und sich meinst du? hat. Da sind wir jetzt sofort Paragon Level 100. Nein, nicht ganz so, aber Naja, du in kriegst das. Pasig, wir sind un in unter einer Minute Level 70. Das auf jeden Fall, ja. Müsst ihr euch den Streamer anschreiben, der das rausgefunden hat und ob er Lust hätte, uns kurz zu ziehen? Naja, das Das klingt dumm, wenn er das veröffentlicht hat, ja. bei den Charts geht dann der Spaß hier verloren. Der macht das jedes Mal, ne? Deswegen ja, also der ist nicht mehr ganz sauber. Aber der wird auch nicht gebannt. Naja, das ist auch ein recht bekannter Diablo-Streamer und der ist Ja, weil halt, der weißt für Verkaufszahlen sorgt. alle Leute, die Diablo streamen, machen gleichzeitig Werbung für das Spiel. Ja, aus Miss Reaper of Souls in jeder Gameliste auf Platz 2, 3 oder 1. Egal in welcher Zeitschrift oder wie ist das? Verkaufscharts von Saturn und MediaMarkt. Ich mal. Eigentlich könnte es leisten, sich richtig viele Spiele zu bannen. Wenn sie wollen, weil sie genug haben. Aber auch wiederum können sie sich's nicht erlauben. Weil das ja dann wieder ein schlechtes Licht auf die Firma werfen könnte, ne? Ja. Bin tot. Den Bug im Goblin-Portal habe ich dir aber noch nicht gesagt, oder? Benny. Nee. Die Olle rennt immer wie dieser Schlechter, also komisch rum, ne? Lädt so einen Angriff auf und versucht dich dann im Grunde genommen so zu preschen. So ein Frontalangriff. Ja. Und wenn du da ausweichst, knallt die gegen die Wand und da fallen Goblins runter. Schatzgoblins. So, und diese Schatzgoblins, die droppen genau das gleiche Loot, was normalerweise Goblins droppen können, ne? Das heißt, genauso legendäre Gegenstände oder ähnliches. Das kannst du insgesamt in einer Runde kannst du 15 Schatzgoblins rausholen. Aus dem Bossfight. Und wenn du aber dann den Bossfight stirbst, dann wird das ja resettet. Kannst du gleich wieder machen. Weil dann ist die Tür einfach wieder zu, dann machst du die Tür wieder auf und kämpfst wieder gegen die Na. Tante. Und da du dich ja ohne Probleme rausporten kannst und keine Zeitbeschränkung hast, Mensch, einmal drin, nie wieder rausgehen. Ha. Geld ohne Ja, Ende. übrigens, wenn man so ein Portal findet, du musst, glaube ich, unmittelbar in der Nähe sein vom Portal, sonst können wirklich nur die Leute rein, die das sehen können. Also, du kannst, wenn du ein bisschen weiter weg bist von der anderen, von Europa, kannst du nicht mehr rein. Habe ich gelesen, ja. Ja, das heißt, Joey hätte uns gar nicht einladen können, Ja, aber ich habe auch dann. wenn er es gemacht hätte.
da, ja, wenn es gemacht hätte. Aber ich habe auch ein Ding, einen Bug gefunden. Wo drin steht, wenn man sich über die Flagge teleportiert. Ne, über zu Spieler teleportieren, dann sollte es gehen. Kann aber auch nur. Fake sein. Wir sind ja fast schon 60. Ja, krass, ne? Ja, sowas. Hallo Assi, Junge. Ah, ich habe ja übrigens Handschuhe, ne? Hast du gesehen? Welche? 10 Minuten Buff. Ah, sehr gut. Funktioniert aber leider nicht bei Pylonen. Ah. Also Verbindung geht nicht. Aber dafür geht alles andere. Also wenn du 10 Minuten lang einen Buff hast, wo du 1 Million mehr Schaden machst, dann bist du trotzdem happy darüber, ne? Mhm. Aber das mit dem Aus- und Anziehen klappt auch nicht. Du musst die Dinge anlassen. Wenn du sie nicht anhast, dann... Ja, schade. Und den geilen Ring habe ich noch gefunden. Der... Wenn Gegner Furcht haben, dann rennen die weg und explodieren in einer blutigen Explosion und alle Gegner erleiden Furcht. Also so ein endlos Kreislauf, verstehst du? Ja. Das ist eine nette Geschichte, das ist vor allem geil in Low-Leveln, weil da hast du so einen massigen großen AOE. René, holst du Dead Rising 3? Allerhöchste Wahrscheinlichkeit, ja. Aber jetzt noch nicht. Warum jetzt noch nicht? Die Spiele habe, die ich spielen möchte. Rising durchspielen, den habe ich. Destiny haben wir dann. Destiny, ne. Ach stimmt, der Destiny. Werde jetzt wahrscheinlich eine Zeit lang weg sein, ne? Ja, wenn René frei hat. Und dann auch nicht den ganzen Tag. Also den ganzen Tag kannst du ja auch nicht durchspielen. Okay, das ist ja auch ein Flimmer. Das ist beschissener Grund, wenn man den ganzen Tag die Arbeit spielt, ne? Spielen und spielen lassen ist was anderes. Da hinten ist ein Goblin. Wo denn? Der vor uns. Geradeaus? Na da. Keine AOEs machen, keine AOEs machen. Rettungstruppe, auf weh. Jetzt. Bärentruppe. Portal, komm, Portal. Tui ist so ein Lacker. Ja, du, das kriegen wir auch noch. Ich habe gestern noch ein Video gesehen, wie die auf Qual 4 waren die, glaube ich, drin, haben das Portal gekriegt. Mhm. Und haben 176 Millionen rausgeholt. Und der eine 119 und der andere 176 Millionen. Krass. Ja, der hatte bestimmt halt Goldfund-Bonus. Ja klar, wenn wir da drin sind, setze ich meine Paragon-Stats zurück. Ja, ich auch. Da werde ich auch komplett auf Goldfund-Bonus gehen.
Ich meine, die Chance ist sowieso echt groß, Ich dass wir ich. finde schade, dass es nicht mehr so viele weiße Gegenstände gibt, aber jetzt, wo ich diesen Goblin-Ring habe, verstehe ich auch warum. Stell mal vor, du hast so viele weiße Gegenstände überall hier und es kommt jede Minute ein Legendary da aus dem Ring raus. Weil ich weiß, musst du die Anfangssachen spielen, da kommen viele weiße Sachen raus. Akte 1 und so, da kommt ein bisschen. Wie viele Türme waren das? Waren auch bloß zwei Türme, ne? Ich glaube drei eben, also zwei Türme, der Verdammten und der Verfluchten. Und dann die Olle. Dann kommt die Olle und danach kommt vielleicht schon Asmodan nach der Olle. Aber es kommen nur drei Ebenen, glaube ich. Dann sind wir schon in den hohen Himmeln. Vielleicht schaffen wir heute noch Diablo. Wann musst du losrennen? So, ja, ich krieg, bin um 17 Uhr weg, krieg dann Besuch und bin ja später wieder da, also. Dann nachher so um 9 Uhr noch ein bisschen Armor. Klar, gerne. Wir sind ja noch, haben jetzt noch ein paar neue Spielzeuge. Ja, nicht nur das. Kann sein, dass Chris mir noch was irgendwas in meine Taschen gepackt hat. Ich habe mich nicht in dem Haus da geguckt. Der hat sich nämlich über die Konsole. nee, nicht über die Konsole, über die Datenbank hat er sich Waffen und Munition gegeben. Kann sein, dass er mir auch was reingepackt hat. Muss ich später mal gucken. Achso, René, der Chris hört auf, der haut ab. Gut so. Aber. Die haben jetzt das Zeus. Die haben jetzt das Zeus-Tool installiert. Von Ziegen gespawnt, Blitze beschwört und Leute getötet. Chris war voll angepisst. Oh, er ja, schreckt mich dauernd. So war der angepisst. Naja, weil der ja wegen der ganzen Scheiße geht. Der ist doch selber so ein scheiß Cheater. Ja. Geh mal mit den NTS-Ständen alleine, wisst ihr, wie geil der sich selber macht mit dem, ah, oh, ihr könnt mir das spawnen. Und dann, hey Chris, kannst du mal, ich könnte so einiges hier, ich Ja, hab jetzt den mal ja Ständen. gestern sehen sie, was André gespawnt hat. Panzer. Nervt mich total sowas. Gestern hat André echt den optimalen Admin-Abuse gemacht. Der hat sich zu uns geportet, hat Zweimal. zweimal, hat diese Spectator-Perspektive, wo man dem Charakter also zugucken kann, ne? Beim Spielen hat er genutzt, um uns zu finden. Also und zu gucken halt, wo wir sind, an welcher Position. Ja. Also was Kannst du nervt ja mich auch total sowas. einblenden. Nervt mich total. Ah, ich fand die Aktion geil von den Bullen, dass sie sich im Heli von dem Notarzt versteckt haben und Ich dann. hab erst nicht richtig gehört hier von wegen, Achtung, Polizei, jetzt alle langsam aus dem Fahrzeug aussteigen. Was wollen die, Polizei? Ich habe mich auch nicht gehört. Ich hab, bin im, wollte in meinen Heli steigen und zack, wurde ich getasert. Ja, ich auch. Dann bin ich wieder ausgestiegen und dann kam die Blendgranate. Und dann hat der Penner, den wir als Geisel genommen haben und gefesselt haben, dann die Hellcat von Flo geklaut. Ja, so ein Spinner. Oder nee, was war das? Doch Hellcat, ne? Ja, 3 Millionen weg. Ja, blaue. Ah, dafür hatten wir Spaß mit Bench. Der war wieder da. Ja, Der der ist hat sich weg. wieder eingeloggt. Der war Naja, 48 Stunden gebannt. und dann hat er gesagt, ich komme nie wieder. Und dann wollte er halt, kam er ewig gestern Abend rein und hat halt den Koala die ganze Zeit getötet. Und dann haben wir uns postiert und irgendwann die ganze Zeit auf ihn geschossen. Und er wusste nicht, woher die Schüsse kamen, ne? Und dachte halt, dass es die ganze Zeit der Koala ist. Und dann haben wir ihn dann erwischt. Der hat
spontan einen Headshot gekriegt. Bin dann als Bulle rein, in der Hoffnung, er kommt wieder, aber... Ja, eine Flitzbibel. Ach nee, ich habe mir jetzt einen Nightstalker quasi für als Bulle gegeben. Kann ich dir dann auch geben, wenn du möchtest. Das ist echt ein geiles Visier. Succubus. Oh, ich habe heute noch nichts gegessen, aber jetzt warte ich. Jetzt warte ich, bis gleich Essen gibt. Ah. Was gibt's denn? Käsespätzle. Ui. Mit selbstgebackenem Brot. Ui. Deswegen mache ich schon das Brot, den Teig mache ich schon um 17 Uhr fertig. Dann noch kurz durchsaugen, sauber gemacht habe ich schon alles. So, so Frauenbesuch, wa? Ja. Wow. Ich muss sagen, mit einem Hexendoktor, da habe ich so eine Fähigkeit gesehen. Heißt auch Hexendoktor das Teil, ne? Ja, Nekromant, Hexendoktor, Pussy. Ja, egal, ja. Ja. Da kannst du ja irgendwelche komische blaue Lava-Scheiße irgendwie. Ach, das, was du gerade machst, siehst du? Das da. Mhm. Das da, genau. Oder wer ist das? Ja, das mache ich. Ja. Das ist, macht nicht schlecht. Das ist nicht schlecht, ne? Der macht verdammt viel Schaden. Ja. Ich kann den ja auch so machen, dass das so eine Feuergrube wird, dass da der. Dass die Bälle rausschießen. Aber muss erst mal gucken. Also die Zombie-Bären, die sind ich echt. Ich muss heftig. Auf jeden Fall mein Dämonenjäger irgendwie versuchen, dieses scheiß Set zu farmen. Ey, wenn wir das hinkriegen, ne, dann können wir Rifts laufen ohne Ende. Stell mal vor, du machst was mit 3 Dämonenjäger, da kommst du auf Level oder Stein 60. Weil ich mal. Wir können doch später am Abend gerne mal unsere Dämonenjäger ein bisschen hochziehen. Ja. Ich hätte nämlich auch Lust, wie ich das gestern gesehen habe. Ich bin nicht so der Dämonenjäger-Fan, weil er. Ich habe mir gestern noch Videos angeguckt, ne? Ja. Das hat dich richtig geil gemacht, ne? Die ganzen Sachen, ihr merkt schon. Ja, ich habe das ja vorher schon gesehen, aber als der wirklich so ein Geskillter dann bei uns ist und der noch mehr abgegangen ist als der, den ich mir im Video angeguckt habe, ne? Sägezahn, was will der denn hier? Hallo, Sägezahn. Nein! Warum bin ich jetzt tot? Ich bin tot. Stell mal vor, wir spielen Hero. Wäre ich jetzt, dann hätte ich jetzt keinen Clip mehr. Stell mal vor, das ist so ein Hammervieh. Dann hast du keinen Clip mehr. Ich hasse diese Hammer-Dinger. Hey, schon wieder tot. Ich frage mich, was mit den Sachen ist, die man in den Truhen hat beim Season Char, ob die Truhen zusammengelegt werden und was ist, wenn beide Truhen voll sind. Ich glaube, die Truhenplätze kriegst du. Ah, oh, das ist ja geil. Dafür, dass du Season spielst, glaube ich, noch so eine extra Beigabe. Also alles, was du jetzt hast, am Ende der Season wird deinem Account, normalen Account zugerechnet. Das heißt auch Truhenplätze oder ähnliches. Paragon Level, ja. Ich glaube sogar, du kriegst, ja, beim Schmied, der Schmied wird zusammengelegt. Dann kriegst du alle Sachen, die du gefunden hast, auch beim Schmied im richtigen Game. Überleg mal, ich habe jetzt in 3 Tagen über 100 Paragon-Level. Wenn man das mit einem Season-Char macht, dann brauchst du weniger Einsatz. Okay, aber mit dem Rift-Exploiter ist dir scheißegal. Ich wollte gerade sagen, was willst du dann eigentlich noch machen? Nix mehr. Daneben stehen und gucken, wie deine Epi hochgehen. Kannst du nebenbei noch einen Kaffee machen? Ja, aber 3 Leute müssen arbeiten. Das ist das Problem.
Oder okay, wenn du so einen abgehenden Dämonen hast, macht er das alleine. Und drei stehen draußen. Das hätten wir mal machen sollen. Ey. Der wäre gelieft. Und den einen hätten wir eh nicht down gekriegt, den Endboss. Ja, der war ätzend. Ich meine, der kommt jedes Mal in so ein Ding rein, ne? Und wir haben ja am Ende noch einen Stein gekriegt, einen leeren, ne? Glaube ich. Also ich habe jetzt drei leere Steine noch. Davon habe ich 7, 8. Du kriegst ja mit Qual 6 sowieso eine Chance, dass du 2 Steine kriegst, ne? Ja. Echt gelesen, mit dem 4.9. dem Update eingeführt. Oh, Alter, das war doch. Ich mag diese Bären. Sieht zwar total komisch aus, wenn irgendwelche Bären da rumschweben und sich auflösen. Das ist irgendwie lustig. Benny? Hier geht's, Balu. Der sitzt hier und hofft, dass ich Leberwurst fallen lasse. Ich höre das Glas zum Ausschlecken. Isst du die Hundeleberwurst? Bitte? Ob du jetzt eine Hundeleberwurst isst? Was wäre wenn? Weiß nicht. So Hundefutter ist fast so gut wie normales Menschenfutter. Da ist ja fast nie was anderes drin. Hundefutter ist sogar besser als normales Menschenfutter. Das wird mehr. Das wird besser kontrolliert als unser Fressen. Ja, aber manchmal sind halt so Innereien drin in manchen Hundefutter. Ne? Du isst doch auch Innereien, oder nicht? Okay, Leber und so. Ja, ach nee. Es sind auch Innereien. Aber Leber essen nicht viele Leute. Ja. René? Also ich esse gerne Leber. Wegen der Hose. Soll ich sie dir zuschicken? Ja, bitte. Eine andere kurze und ich brauche die für den Urlaub. Ich werde die Woche auch, denke mal, gerade das Handy losschicken. Denn ja. Ach so, bezüglich deiner Anfrage, ja, es reicht Freitag. Und du bist bis zum 8.10. dann im Urlaub. 2.8. bis 7.8. ja. Ich habe gestern mir mal angeguckt, da sollen sehr viele Russen sein. Wenn ich Glück habe, kann ich eine Schicksal abgreifen. Ich bin ein russischer Alte. Ich sehe jetzt Wochenende nach Moskau fahren an. Die Milliardäre, die kommt zu mir gefahren, Alter. Bring Brötchen mit. Wovon träumst du nachts, Junge? Von Russen im Brötchen. Russische Brötchen, genau. Ist du überhaupt Brötchen? Gerade eben, ja. Mit Nutella? Nur, aber hier. Nein, Nutella habe ich leider nicht da. Das habe ich auch Bock drauf, da werde ich mir mal holen. Freitag geht's einkaufen. Ich habe mein Glas Nutella weggeschmissen. Das war, glaube ich, nicht mehr so toll. Wenn es anfängt, irgendwie nach Nuss und Nougat zu stinken, dann ist es nicht mehr gut. Ich habe das Problem, dass bei mir das Toastbrot nach 2-3 Tagen, nach sagen wir mal 3-4 Tagen, schimmelt irgendwie komisch. Hm. Das Feuchtbiotop bei dir, oder? Gar nicht. Ich habe immer Fenster auf. Ja, vielleicht. Wie lagerst du das? Auf dem Fenster. Geil. Fehler gewonnen. Nein, es ist nicht auf dem Fenster. Es ist in dem Fenster. Ja, genau. Wenn es offen bleibt. Oh, es hängt vor dem Fenster. Genau, es ist vor dem Fenster. Es hängt schön ab, damit es frisch bleibt. Ja. Schön, oh, schön frisch abgehangenes Toastbrot. Ja. Was merken irgendwann in Amerika, ne? Edeltoastbrot, eine Scheibe $1000, weil es abgehangen ist, mit Chili überzogen. Yummy. Ja, bei Amis
wie war das, Benny? Die haben ja gieriges Brot, ne? Da haben sich ja die Menschen Leute beschwert. Das ist wie Pappe. Was denn? Brot in Amerika. Die haben ja nur Sandwich-Brot, so. Als Bäcker, als deutscher Bäcker nach Amerika, Alter. Ist ja schon, hab ich so. Deswegen hat ja der Bäcker da bei uns hier um die Ecke ist mit. Die haben jetzt leider die Filiale wegen Krankheit geschlossen, gibt's noch in Hannover. Der hat ja sein Brot, Bruce Willis und Morgan Freeman verkauft und so. Der Bäcker ist zwar ein Riesenarsch, aber das ist lecker, das Ach, Brot der da. Typ, da, hab ich doch auch eine Sendung gesehen über den. Ja, hab ich doch dir gezeigt. Auf jeden Fall, das Brot ist echt lecker. Da gibt es Currybrot und Tomatenbrot und hast du nicht gesehen, Alter, richtig geil. Da brauchst du gar keinen Belag mehr, da isst du nur noch Brot mit Butter. Eigentlich ist es leicht, ne? Du musst einfach irgendwelche Scheiße zusammen mixen und so lange rummixen, bis es schmeckt. Ja. Ups. Dann halt so tun, als wär's eine übelste Innovation. Oh, ich hab Stiefel. Ey, ich mach ja gleich auch ein Brot, weißt du? Ich werde zwei Hälften machen. Dann mache ich eine Hälfte, mache ich Curry rein. Schlammspritzer, ja, das steht drauf, ne? Guck mal, ich hab Schlammspritzer, ja. Mit Eisenkappe, Junge. Ich hab sogar keine Legendary. Was ist das denn für ein Name? Schlammspritzer mit Eisenkappe. Naja, Gott sei Dank steht nicht Eisenkuppe drauf, ne? Muss mal kurz verkaufen. René? Mhm. Steht da, wenn du auf mit SCG die Fähigkeiten anguckst, steht da, wie groß die Chance ist, bei dem Blizzard die Leute einzufrieren? Also mit der rechten STRG-Taste gedrückt halten und dann rüberfahren. Links geht auch. Oh, okay. 100%. Das ist schön. Okay, gut. Danke. Ach, ihr verkauft auch oder was? Ja. 1, 2, 3. Letzte Chance vorbei. Mit dem Char brauche ich wenigstens Stärke. Eins, zwei, drei. Letzte Chance vorbei. Obwohl, das ist eigentlich nicht schlecht, den behalte ich. Nein! Hallo? Habe ich außerdem den Bot dran gemacht oder was? Wo rennt der denn hin? Hinaus, mach hinaus! Es wäre doch mal interessant, mache ich jetzt nicht, aber wenn der Bot genau den Queststand hier jetzt erkennen würde. Und dann von da aus weitermacht. Guck mal, René, ich gebe jetzt ein bisschen Unterstützung mit Kälteschaden. Jo. Ist eigentlich mal gar nicht mal so schlecht. Gift mache ich ja mit meinen Bären schon genug. Brauche ich nicht noch die Säurewolke? Dann kann ich die Säurewolke umstellen. Schlammspritzer. Kann man mit Season eigentlich auch schon die Bounties machen? Ja. Ah, dann
Aber man hat ja, man muss sich ja erst den Verzauberer da freischalten. Benni, du bist doch hier Verpackungsindustrie etc. Jetzt bestimmt auch die ganzen Bestimmungen, oder? Mit was? Na, was steht denn dir jetzt rein rechtlich zu, wenn jetzt Verpackung kaputt ist und das Ding weltweit einfach mal ausverkauft ist? Ja, theoretisch könnten. Ja, ich denke mal, dass so, das ist so eine Sache, die wir herstellen. So wie ich das sehe, könnte das vielleicht sogar von uns sein. Also aus Tschechien, das Werk. Wenn ich mal kontaktiere, ob die das gemacht haben, weil die so sechseckige Eier machen, dann haben die bestimmt noch vielleicht ein Muster, weißt du? Hm. Wenn ich jetzt vollständige Erstattung kriege. Das war nämlich mein erster Gedanke, dass du das vielleicht selber machen kannst. Irgendwie, weißt du? Ich könnte es auch unserem Buchbinder, also unserem Buchbinder geben, ob er das reparieren kann, so dass es restaurieren, dass es so aussieht, als wäre das gar nicht mehr so. Nämlich so ein Zeug, das ist hauchdünn. Ach, scheiße, na, da konnte ich nicht. Da, das kannst du auftragen und reparieren. Alter, boah. Schlechte Zeit, schlechter Punkt zum Kämpfen, würde ich sagen. Na. Mal weiter vorziehen hier. Nein, Alter, jetzt. Achtung, Alter, jetzt Feuer. Sperren die Feuer. Mich wieder ein. Hallo, die sperren einen ein. Fix. Ich werde da jetzt richtig Stress machen. Jetzt sagen, dass es hat einen Sammlerwert von mehr als des Neupreises. Mein Arbeitskollege hat letztens was reklamiert. Da haben sie gesagt, ja, behalten Sie das, wir schicken es Ihnen neu zu. Das hat das doppelt. Und dann hat er sogar noch einen 150 Euro Gutschein gekriegt, ne? Da habe ich mal, das habe ich mal bei Druckerpatronen. Die kamen ewig nicht. Da habe ich gesagt, hier, wo bleibt sie? Ja, kein Thema, schick mal neu. Und dann kamen alle Beete gleichzeitig an. Goblin. Ja, Goblin. Goblin. Pau, Junge. Was ist denn jetzt ab? Komm, ich hab mir gestunt. Ich hatte ihn gestunt. Ich hab ihn schon am Anfang gestunt. Wahrscheinlich hat er deswegen so einen Satz nach vorne gemacht. Nein! Pow! Nein! Das war unser Weg ins Reich des Goldes und da ist er weg. Theoretisch muss man den erst dann töten, wenn er auch das Portal aufgemacht hat, oder? Wenn man ihn gleich von Anfang an niederhaut, dann macht er ja gar kein Portal auf, oder? Doch. Müssen wir erstmal töten. Der hat ja die Chance. Achso. Cool. Ich habe auch noch was gelesen. Es gibt in Akt 1 eine Höhle, glaube ich, war das. Nein. Sie haben 100. Nein. Doch. Boah. Also ein Questbereich, 100% Chance, dass da ein Goblin drin ist. Du bist so ein scheiß gefixt. Insider, ey. Wow. Die haben das doch gefixt mit der 100%igen Chance von irgendwelchen Goblins. Ja. Ja, nicht? Moment, das war ein laut Meldung vom Update 4.9. Warte mal kurz, ganz kurz. 100, kurz aufschreiben, 100% Höhle. Wahnsinn, Alter. Kommt gleich bei mir ins Klemmbrett. Vor allem, wenn was perfekt war, wie gesagt, dann war es die Betonung.
Ja, das stimmt aber allerdings. Ich glaube, du solltest mal schlafen gehen. Was ohne Spur? Ja, ich habe heute nicht so eine schlimme Schicht. Ich habe die wurde zwar geändert als meine ursprüngliche Schicht, aber das geht schon. Schlafen gehen. René, ohne dich jetzt zu nerven zu wollen. Na, dann lass es lieber. Okay. Ich hab mich ganz. Mein kompletter Inhalt dieser Woche war dieser Dienstag, weil ich da Destiny spielen wollte. Nur weil die frische. Nee, wir wollten eigentlich Freitag spielen. Nur weil ich jetzt krankgeschrieben bin. Das war mir klar, dass du krankgeschrieben wirst. Dann geht nicht zum Arzt und geht danach auf Arbeit. Das funktioniert nicht. Na klar, wenn du sagst, so, ich darf aber bloß nicht krankgeschrieben werden. Wollte ich jetzt sagen, von wegen so einer verfickten Verpackung, die auch gleich mal weltweit ausverkauft ist, ich jetzt nicht spielen kann, da könnte ich brechen. Vor allem, wenn ich ja heute früh. Also hast du doch schon heute Morgen gespielt. Habe ich doch gesagt, das scheiß Tutorial durchspielen, weil da können wir sowieso nichts zusammen machen. Und als ich da gesehen habe, dass die das technisch nochmal optimiert haben, könnte ich jetzt umso mehr kotzen. Also man darf nie ein Release, ein Spiel am Release-Tag sich was vornehmen. Gerade wenn es online ist und so, da könnten die Server immer abgestürzt sein und so. Ja, muss nicht online sein, siehe Ubisoft. Ja, oder? Oder hier allgemein EA. Stimmt, ne? Jede Firma hat irgendwie jetzt gerade so ein blaues Auge, was man echt immer wieder EA hier mit der Maxis. Im City etc. Ich habe schon wieder Lao Tai Tui. Halt ich schon mal, aber das war der andere Char. Der Plan. Ja, er hat Ratatouille gefunden. Das ist ein legendärer Eintopf. Ach René. Ich brauche jetzt auch keine Tränke mehr. Du hast sogar den besseren. Weil der stellt, glaube ich, mehr Leben wieder her. Noch extra zusätzlich innerhalb von ein paar Sekunden. Mhm. Hätte ich dir auch gerne gegeben, aber es geht nur mit den Leuten, mit denen man gerade im Dungeon ist. Oder war. Du weißt, ich bin da nicht so, ist es nicht so. Hauptsache zusammen zocken und Spaß haben, ne? Genau. Oh. Ich hatte doch recht, wir laufen mehrmals in diesem Scheißkreis rum. Also wir sind doch schon die ganze Zeit in Ebene 2. Bei mir wird immer noch Ebene 2 angezeigt. Aber bin ich jetzt doof? Nein, sag bloß nichts. Oh Mann. Fast hätte ich es geschafft. Da hinten ist wieder ein Schatzgoblin. Ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Keine AOEs mehr. Ups. Oh, die Hydra. Die Hydra greift wahrscheinlich gleich den. Warte, warte, hier, da kommt der drüben hin. Bleibt hier. Was ist denn das für eine? Macht, das ist die letzte, die macht, mehr, die macht komplett immer nur ja, komplett. Auf dem Boden und macht Dauerschaden. Mammut? Ich glaube ja. Mammut. Wo war hin? Ja, jetzt ist er sowieso aktiviert. Nein, ich komme hier nicht weg. Wo ist er? Ja, hier. Eigentlich mal ein Riesenproblem, aber ich finde den nie. Lebensanzeigen anmachen und HP-Anzeige anmachen von denen. Oder was auch noch gut ist, einmal mit der Maus drauf und dann eine Fähigkeit drücken, wo du gedrückt halten kannst.
Und dann macht er dauerhaft auf den Schaden. Wenn er vom Bild macht, das vorher jetzt geht? Target. Ist egal. So, kurz gucken, was ich... Können wir annehmen? Selbst in T4 Rift sind dauerhaft Leecher, schreibt hier einer. Was sind Leecher? Ja, mit dem Exploit. Leute, die nichts machen, EP abkassieren wollen. Es ist allgemein ein Bug, dass du außerhalb des Spiels noch EP bekommst, obwohl du gar nicht drin bist. Ah, dass es so viel ist. Was denn, die töten einen Mob und du hast sofort 30% vom Level und so, ne? Krass. Ich meine, wir haben ja auch in dem Rift auf Stufe 34 richtig, schon richtig viel gekriegt, ne? Das ist auch... Schreiben so Wortkick Leecher. Soll ich mal schreiben Leecher for life? Das wäre mal was Geiles. Aber ich sehe das ja eh nicht, weil wir unter unterschiedlichen ja, Chats. Das ist, glaube ich, Dings Chat, Night Chat oder so. Irren der Lust. War richtig Baby. Ja, dann führ mal dein Ding ein. Du wirst sogar eine Spinne ficken, ne? Nur wenn es ein Loch hat. Alter, 8 Arme, oh. Was geht denn ab mit dir? Nicht wirklich, oder René? Natürlich nicht. Bei dem weißt du nie. Wenn was Möpse hat, ne? Ja. Stimmt, dreh die Alte mal um. Mal testen. Die hat Möpse. Ah ja. Ah, Möpschen. Und eine Frage der Lust, ne, und höllische Verführung. Ne? Passt ja zu dir. Die. Alter, ich bin die höllische Verführung. Noch schlechter geht's leider nicht. Ne? Vielleicht mal Sachen nochmal verkaufen. Hast halt eine Durchstrecke, wird schon wieder besser. Das ist dem Diablo. Hä? Hä? Wegen Diablo kommen wir nicht in den Schuss oder was? Achso. Ich dachte, was nützt denn jetzt? Kann mich in ein wütendes Huhn verwandeln. Das explodiert. Mal ausprobieren. Admiraten, wie der Zauber heißt. Voodoo Mo. Ne. Mohun Voodoo. Nein. Da steht R-E-N-E. Ey! Ja, man muss es halt erstmal zusammenfügen im Kopf, was ist los? Herrlich. Weißt du, was blöd ist? Wenn man jetzt seinen eigenen Namen im Kopf zusammenfügt, den er falsch ausspricht. Renner. Renner. Rene. Rene. So haben sie mich früher im Bungalow genannt, immer Rene. Wie der Automarke? Ren oder die Schuh, der Schuhladen, Reno. Was macht hier mein Vater was? Heißt El Bandi. Oh, Moment mal, ich glaube, Renö wollte eine Ansprache machen mit: Pass mal auf, ihr Pisser. Ihr werdet viel fressen. Pisse, ja. Pisse sag ich nicht, das ist assi. Hallo, ich bin der Renö.
Ich komme aus der östlichen Pestländer, Mensch. Das ist wirklich gut, da kann ich nichts dagegen sagen. Das ist wirklich einmalig. Ach ja, da musste ich echt lachen, als ich das erste Mal gehört habe, wirklich. Ja, ich komme von der Chapel of Life. Leid. Oh ja, Entschuldigung, Alter. Ja, das ist die Kapelle des hoffnungsvollen Lichts, also es ist wohl leid. Bitte was? Chapel of Light. Ich weiß auch nicht, was er. Jetzt bin ich tot. Scheiße, jetzt habe ich die Nebenhand verkauft und habe keine Scheiße. Bau dir eine. Ja. Ey, bau dir einen, Junge, bau dir einen. Wo baut man denn sowas? Quelle. Welchen Katalog willst du denn? Von 2014 oder den von 2013? Was du mich gerade? Ja, Quelle-Katalog. Was? Meine Quelle. Das kennt er nicht. Außen, Quelle gibt's ja nicht mehr. Doch. Quelle-Küchenhaus ja, gibt's. Online-Shop. Und Küchenhaus. Das gibt's glaube ich auch noch. War halt schade, da hatte ich glaube ich damals meinen Laptop gekauft, obwohl die pleite waren, musste ich trotzdem noch an den Insolvenzverwalter das Geld abzahlen. Das war schade. Was, du hast was verkauft, du musstest bei ihm abzahlen? Was? Nein, ich habe bei Quelle damals mein MacBook auf Raten gekauft. Ach so, auf Raten? Ich dachte jetzt schon, was ist das denn? Abzahlen. So, und dann musste ich trotzdem die Restraten, die letzten 3, 4 oder so, bei trotzdem noch bezahlen, obwohl die Firma ja nicht mehr existiert, weißt du? Oh, der kleine Geistwürf ist angegangen. Hallo, ich streiche dich mal. Ja, da muss ich aber sagen, das ist dieses Geist-Ding, dieses Ding, was ihr immer begleitet, das liegt ja bei der Collectors Edition bei, das ist schon geil gemacht. Ich weiß nicht, wie die Qualität kann hat. Kann ich das auch an der PS an? Qualität ist super, halt so aus Kunstharz, ne? Kann man das eigentlich auch an der PS4 anschließen und der macht dann Ingame irgendwas? Weiß ich nicht. Oh, hab ich auch noch nicht gehört. Das dachte ich zumindest. Aber die Chance ist groß. Das Geilste ist, meine Ghost Edition war ja noch nicht mal eingeschweißt, das heißt. Meine auch nicht. Selbst wenn ich sie jetzt nochmal verkaufen würde, kann ich mir trotzdem den Geistwürfel angucken. Blöde ist, dass das Spiel eingeschweißt hätte ich gesagt, installiert das Spiel alles. Code, die ganzen Erweiterungsteile und dann gibst du wieder zurück. Und das wieder einschweißen könntest. Weil die können ja nicht testen, ob der Code funktioniert oder nicht. Außer du musst ihn freirubbeln. Gibt doch Einschweißmaschinen. Ich haben wir eine Firma. Aber wozu, wenn das ist ja Amazon exklusiv, wenn die das so verschicken, dann gibt es keine eingeschweißte Variante. Ja, die C-Box aber. Das meinte ich. Die ist eingeschweißt, ja. Die meine ich, dass du die aufmachst, das Spiel installierst, die ganzen Codes installierst, die dabei fügen. Und dann wieder einschweißt. Die Erweiterungspässe, die liegen einfach so drin. Ich habe noch keine E-Mail gekriegt. Was war da? Eine scheiß Situation bei was schon 2-3 Monate vor Release ausverkauft ist. Das war schon nach 2 Stunden ausverkauft, nachdem es reingestellt hat. Wann, ja, das weiß ich weißt nicht. Du, wann habe ich nicht jetzt gesagt? Sofort. Dann haben wir es sofort bestellt.
Gegner hasse ich. Die Spawner oder diese Kreise? Kreise. Ich finde aber cool, wie der stirbt, der Asmodan. Was, der stirbt? Hört auf mich zu spoilern. Der kämpft. Wir sind jetzt schon bei Asmodan? Ja. Schön, dass du es bemerkst. Haben wir schon zweimal die Spinne gemacht? Ja, nein. Doch zweimal machen, oder? Ja, wir haben sie schon zweimal gemacht. Echt? Ja. Hier ist es so gut. Oh Mann. Mitte von Asmodan. Will das gehen? Lock den mal weg da. Sag mal ein bisschen hier mit. Ja, super. Nein. Nein. Oh, hallo Asmodan. Und bin tot. Tja, am besten Speicher wird wiederbeleben. Und das gleiche dann nochmal. René. Hey Blödmann, wo hast denn du das klar, sagt er. So, Benning, jetzt bitte ein bisschen mehr Konzentration. Entschuldigung, ich habe gerade eine WhatsApp geschrieben. Ach. Ich habe nicht drauf geachtet. So. Ich wusste nicht, dass wir schon bei Asmodan sind. So. Na, hoffentlich kriegst du keinen Anruf, weil dann sind wir schon bei Maltael. Zu geil. Einfach zu geil. Mach lieber deine Bubble, damit diese Feuerkugel nicht so schnell rumfliegen. Machst du mich jetzt dumm gerade oder was? Machen ist nicht notwendig. Da pass auf, irgendwann hab ich einen schlechten Tag. Genauso wie du jetzt. Ich hab keinen schlechten Tag. Du einen relativ guten Tag. Ich bin tot. Ah, warte. Oh nein, Asmodan kommt. Das ist eine große Feuerkugel, die auf dich zufliegt, René. Locken weg. Hallo, deine Mutter sieht aus wie du. Die Mutter sieht bestimmt aus wie er. Ich glaube, der hat nicht mal eine Mutter. Doch, ich weiß, wer seine Mutter ist. Wer denn? Dankeschön. Kann ich nie sagen. Das, mehr, das wird dann so eine Art Spoilern. Musst du mal lesen irgendwann. Alter, die scheiß Bären, Junge, ich denke jedes Mal kommt alles auf mich zu, irgendwie scheiß Gegner. Hey, die Bären sind cool, okay? Immer noch. Achtung, aus der Suppe raus. Und nicht von Leichentrauer treffen lassen. Ich finde, das klingt wie eine Figur aus einem Ghostfilm. Was ist das? Mein Name ist Leichentrauer. Ich bin kein Emo, ich bin Goss. Da muss ich immer so lachen, wenn das bei South Park kommt. Waren die in der Folge alle Emos oder nur einer? Alle. Nee, die waren Goss. Die waren keine Emos. Emos sind scheiße.
Benni, warst du noch beim Schlechter, wo wir so lange gebraucht haben und auf einmal überall nur Feuer war? Das kann hier aber auch bei Asmodan passieren, dass überall das rote Zeug rumglubbert. Das Zeug, das hatte ich auch schon mal, da haben wir zu lange gebraucht. Och. Hilfe. Ach, lass den liegen. Okay. Ach, scheiße, ich krieg dich nicht hoch. Hab dich. Ach scheiße, ich krieg die nicht hoch. Naja. Hey, sicheres Legendary kommt jetzt gleich wieder, ne? Ah, theoretisch kann man hier farmen gehen, weil Bosskämpfe kannst du dich sofort hinquesten, ne? Ja, aber du kriegst ja nur ein sicheres Legendary pro Durchspielen. Achso. Ich hab schon wieder. Ah doch, Streit kommt. Bad. Nom 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 nom. Oh. Hey. Solanium. Kannst du mal bitte Solarium sagen? Solarium. Das Geile ist, weil sie auch total drauf abgeht, ne? Und dann wirklich das so richtig so sexy sagt. Solarium. Bevor wir den Leuten halt ansprechen, ja? Bitte nochmal kontinuos. Oh ja. Muhaha, muhaha. Aber man kann keine. Also, das ist. Nein. Da stand aber Zweihandstreit drin, oder wird er automatisch zur einen Hand? Nee. Solarium. Ich hab die Macht. Hallo Shenna, wie geht's dir? Ordnung, Ordnerfunktion, wenn ich schlechter sage, halt hier so. Sortierungsfunktion. Das wäre echt nicht schlimm. Also, ich hab Zeug bekommen. Ja, ich auch. Naja, naja. Der ist schon wieder nicht zufrieden. Ja, wenn da kein Legendary drum, was die doch auch nicht erfunden haben, weil es komplett neu ist, dann ist er nicht zufrieden. War das bei sofort? Schwert der Alter. Eine Chance?
eine Möglichkeit. Meinst du bei der WoW-Folge? Ja. Das war aber nicht das Schwert der Unendlichkeit. Sondern das Schwert der toten Wahrheit. Jetzt erzähl du mir nicht das. Alter. Nee, ist okay. Los geht's. Du bist doch voll der Kackbuhn, Junge. Ich bin kein Kackbuhn. Stan, du solltest mal rausgehen zu deinen Freunden. Ich spreche gerade mit meinen Freunden. Ich spiele mit denen. Oder Teams, wie können wir quatschen? Aber wir hatten gestern auch einen Menschen, der absolut kein Leben hat. Das war der Jäger. Der hatte wirklich absolut kein Leben. Wie soll man etwas töten, das nicht lebt? Oh nein, ich kann da jetzt nicht hinsehen. Wir dürfen René aber nicht spoilern, ne? Alter, wer hat das abgebrochen? René. Alter. Ich habe Angst, es passiert, ich will das ja auch nicht wissen. Das ist doof, wenn man erst weiterspielt und nicht weiß, was gerade passiert ist. Ja, also für mich lebt Lea bis in aller Ewigkeit. Nee, bitte zu Diablo. Ja, die müssten einfach nur eine Serie machen. Amatael ist ja der Bruder von Tyrael, ne? Maltael, ja. Die Engel sind aber alle Brüder. Wenn der tot ist, ne? Maltael ist der Aspekt der Gerechtigkeit. Und Tyrael, was war der nochmal? Tyrael war der Aspekt der Gerechtigkeit. Maltael ist der Tod. Ist der Tod. Und René ist der Aspekt des Ostens. Ich glaube ja, dass Maltael, Tyrael und wie die alle hießen, die sind alle verwandt mit Superman. Alle Familie der L. Ja. Siehst du, wie gesagt, Aspekt des Ostens. Aspekt des Ostens. Hast du eigentlich ein Ostpaket zum Geburtstag gekriegt? Nein. Alter, warte mal, noch nicht. Ich werde gleich mal schimpfen. Hey Oma, riech ein Ostpaket. Bleib gewurscht. Kriegst keins, weil du Matthias Reim geschickt hast. Ich fand das super, das hat sie ja gleich meine Tante weiter geschickt. Oh Mann. Kann ich mir echt nicht vorstellen, Junge.
Ach, schade, dass man da immer den Ak- Dingsbums. Ja, ich wollte da anlegen muss. PK, PK! Wo ist er? Hä? Ich sehe den nicht mehr. Er hat sich wieder diesen kleinen Viecher verwandelt. PK, PK, P! Achso, der heißt gar nicht Pikachu. Ist Katu. PKP. Ich sagte so wie es ist, wenn es eine Remastered Version oder halt eine Neuauflage von dem ersten Pokémon geben würde für den 3DS, würde ich mir sofort kaufen. Gibt's so, also ja, für den 3DS aber nicht, aber nee, ja, halt es gab ja dieses nein, eine richtige Neuauflage, nicht diese gelbe Saphir Blau und das war für einen normalen DS, ne? Ah, das war aber Blattgrün und Saphirblau. Das war ja vom von den Blau-Rot abgekupfert. Ah, Pokémon kam erstmal natürlich 3 Jahre später als in Japan raus, hier in Deutschland, ne? Ja. Ich hatte damals eine Bravo Screen Fun, da stand, dass in Japan Moment. So ein neues Spiel gibt. Du hattest was? Bravo Screen Fun, kennst du die nicht? Doch. Ich hab's aber vergessen gehabt. Bin gerade erschüttert. Weißt du, wie viele Zeitschriften ich für diesen Scheiß hatte? Endzone, ja. Screen Fun. Gab's noch irgendwas? Ich hatte in die allererste Screen Fun, die damals rauskam, da hatte, da war nämlich der Artikel auf der ganz letzten Seite. Das weiß ich nämlich noch. Screen Fun. Du konntest damals, weil damals, da gab's noch nicht so Internet und so. Da konntest du an Bravo Screen Fun eine Postkarte senden, wenn du dich noch dran erinnern kannst, was das ist. Übrigens, wenn du in Fidschi, Türkei fährst, ne, dann will ich bitte eine Postkarte von dir. Ja, da konnte man eine Postkarte hinschreiben mit circa 5 Spielen, wo du die Cheats und Komplettlösung haben wolltest und dann haben die dir die zugeschickt. Das habe ich so oft gemacht. Ich hatte hinterher 4 Ordner mit Komplettlösungen und hast du nicht gesehen. Das stimmt aber allerdings, ne? Damals die gute alte Cheat-Zeit noch, da hast du immer geguckt, bei den Cheats, oh, mein Spiel dabei, ist mein Spiel dabei. Kennst du noch Dirty Little Helper? Ja, was war das nochmal? Das war so eine Datenbank. Ja, da genau. Hattest du Cheats von, weiß ich wie viel, Millionen, Tausend Spielen. Und, du hattest, gleichzeitig auch, wie hießen die nochmal? Wo du, Trainer, genau. Kennst du das noch? Trainer? Mm. Richtig, ja, Mann. Ach ja. Deswegen, da hatte ich immer meine GameStar und da gab es immer die neuesten Updates für den Dirty Little Helper. Ich weiß noch, damals, als du dir Patches von der CD ziehen musst. Von Heft-CDs. Das war eigentlich der einzige Grund, warum man die gekauft hat. Heutzutage brauchst du die nicht kaufen, weil die Demos kannst du dir schon 3-4 Wochen bevor die auf Heft-CD gepresst sind. Das war auch einer der Gründe, warum man die Scheiße abonniert hat. Ja. Ja, ich habe nur abonniert, weil GameStar ab 18 hatte. Das ist schon 10 Jahre. Die hab ich jetzt alle weggeschmissen. Diesen Boss hasse ich. 5 Jahre GameStar. 60 Zeitschriften. Alle weggeschmissen.
Sammler hätte vielleicht die sogar noch benutzt. Gab's einen Key damals bei der GameStar drin, da hättest du den Guild Wars 1 und Minipad bekommen. Ja, das, da hattest du auch 2 Wochen Spielzeit in Guild Wars 1. Genau, und diese Key ist im Moment, wenn du ihn noch hast, oh, gute 120 bis 130 Euro wert. Oh. Ja, hast ja Chance auf ein Japan-Minipad oder sowas. Und die Japan-Minipads, wenn du sonst hast, das kannst du auch für 200 Euro sogar kaufen. Ohne diesen Code zum Testen hätte ich nie mit WoW angefangen. Weil ich habe Guild Wars diese 2 Wochen gespielt da. Mhm. Und dann habe ich gesagt, oh, okay, weil das war die Zeit, da habe ich gerade meinen ersten DSL-Anschluss gekriegt. Und dann dachte ich, ah, probierst du mal, weil mein Arbeitskollegen, die haben alle WoW gespielt, dachte ich, probierst du das mal aus. Ja. Das war vor 7 Jahren. Vor 7 Jahren hatte ich das erste Mal DSL. Aber es cool war gleich 16 Mbit. Weil wenn, dann haben sie auch richtig gemacht. Wir waren ja das erste Glas Faserdorf in Deutschland Test. Ja, funktioniert halt nie. Naja, das kannst du zum Schluss dann nicht mehr, ja. Das war ja scheiße. Außerdem gab es Städte, da haben die, die hatten da noch sogar 2 Jahre vorher diese Probleme. Deswegen war ich froh, als ich hier mein Kabel Deutschland Anschluss hatte. Oh, das ging auch schnell. Ja, da hatten wir jetzt echt Glück. Das war nicht auch mal so ein Hassding bei mir, weil es ja ewig dauert öfters. Die Dinger zu finden, ja. Oh ja. Golden dabei. Planknochenmauer. Wenn ich jetzt dieses Teil hätte mit dem Goblin, ne? Da muss ich gerade an den. Hier, weil hier sind richtig viele grauen Sachen. Totenbeschwörer denken. Von Diablo 2, der hat auch eine Menge Spaß gemacht. Schön Knochenspeer, die ganzen Golems. Konntest das da haben wir immer noch Akt 4, 5 offen, eigentlich. Aber ja, ich hab's deinstalliert. Aber es wird im Battle.net gespeichert, oder? Ne, muss, wird gelöscht. Du, hattest denn irgendwie noch einen Eisengolem? Da konntest du einen beliebigen Gegenstand nehmen, einen Ring zum Beispiel, mit speziellen Eigenschaften, und da hatte der Golem diese Eigenschaft, das war total geil. Tatsächlich. Beide Ebene. Ach, da oben. Nach oben, oder was? Na, hier lang. Ich habe mir ein bisschen mal das Hotel angeguckt. Das hat bis jetzt wirklich überdurchschnittlich sehr gute Bewertung. Das einzige, was da schlimm ist, da sind sehr, sehr viele Russen rumlaufen. Und das soll extrem für Russen ausgelegt sein, das Hotel. Du hast überall irgendwo was. Zum Beispiel, wenn du jetzt Bulgarien am Goldstrand fährst, da hast du auch, glaube ich, Russen. So, Mallorca, da hast du halt Deutsche und Engländer. Ibiza auch, sehr viele Engländer. Also du hast überall irgendwelche Gruppen. Das ist ganz recht. Ruski. Kannst du auch auf dem Brockenurlaub machen mit deinem Vater. Ach nö, ich würde gerne mal verreisen, mal woanders hin. Mal fliegen und alles. Mal gucken, wenn der Türki
gefällt. Also ich fand das super in meinem Urlaub. Der hat ja auch, was hat denn der bezahlt? 500 Euro? Mit allen drum und dran? So mit 5-Sterne-Hotel und... Ja, das habe ich bezahlt, ja. All-Inclusive Plus da, wo du alles wirklich frei hast. Finde ich persönlich für so 6-7 Tage war nicht mal so schlecht. Ja, ich hatte, aber das ist okay, Scheiße. Ich hatte 10 Tage und hatte 500 Euro bezahlt. Hatte zwar ein 4-Sterne-Hotel, aber dafür war es ganz okay. Ich glaube nicht, dass mein Vater die Kniffe kennt. Der guckt da immer nur und sucht halt einen günstigen Preis raus. Ja, Kniff, ich habe auch nicht gekniffen. Kniffe. Mein Vater kann nicht mit dem Internet umgehen, bevor das überhaupt hingerichtet. Also hat er im Internet bestellt, nicht Reisebüro? Internet. Er vertraut gegen anderen Menschen. So wie du. So richtig. Jetzt weiß ich, woher du das hast. Ich hab viele Sachen. Alles, was Geld betrifft, ist alles mein Vater genannt. Kauf nie was auf Pump. Kauf es nur, wenn du es dir leisten kannst, also wirklich nur, wenn du es bezahlen kannst, aber nie was auf Raten und sowas. Nie im Leben. Habe ich noch nie gemacht in meinem Leben. Bin immer gut damit gefahren. Bin zwar mit Dauerdispo, aber ist egal. Ich habe noch nie was gekauft, was ich mir ordentlich leisten konnte. Da konnte mir nicht verkneifen. Nö, aber das war... Bin ich froh, dass mir das beigebracht hat. Ich meine, die Familien sehe, die sich die komplette Wohnung nur auf Pump kaufen, Alter, das... Wohlgemerkt Familien, die sich nicht leisten können. Das ist ja das Schlimmste, bei einer Pump zu holen, aber es sind halt Leute, die kaufen alles auf Pump und können sich eigentlich gar nicht leisten. Haben denn nach Abzug von den ganzen Wohnungseinrichtungen vielleicht noch 100 Euro für den Rest des Monats. Aber Hauptsache in Frankreich steht. So. Ich hab übrigens jetzt nur noch mein Auto auf Pump, ja, wenn du darauf hinaus wolltest. Wenn ich jemanden direkt anspreche, dann spreche ich ihn auch direkt an. Autos kauft man auf Pumpe. Du willst natürlich ein richtig gutes Auto holen. Gerade in deiner Situation, du kaufst immer nur Neuwagen. Ich finanziere Neuwagen. Ja. Was, dass sie neu gebaut werden, oder was? Ey, das sind doch dieselben wie eben. Haben mir Brüder gerufen. Hey, ich bin 60. Endcontent von Vanilla. Ah, das ist eigentlich Goblin. Oh, ja, da. Oh, warte. Ah. Zack, gestand. Der sitzt da eh in der Falle. Nicht das Ding kaputt machen. Sollen das gehen bei AOE? Yes. Ja! Ach, kein Portal. Hauptsache er ist tot. Und Portal? Nee. Ich hab's Vorteil. Ah. Naja, Freunde gesucht, ja. Achso, ja, das ist doch immer gut. Ach, Renita, hast auch Freunde mitgebracht. Ja. Ach, schön. Die haben immer noch nichts. Das einzige, wobei ich Glück haben könnte, wenn ein Nappel sagt so, ja, ich will die Ghost Edition doch nicht haben, schickt die zurück, dass sie mir dann das erstatten können, ne? Ja. Und dann schreibe ich sie an, ob sie nicht vielleicht eine hätten, die beschädigt ist und ob sie die mir vielleicht billiger geben könnten. Dann habe ich es auch. Dann brauche ich nur die PlayStation.
schicke dann einfach die kaputten nicht zurück und ins Paket lege ich ein Foto vor meinem Stinkefinger. Und ganz kleines Mini-Video-Player, wo du genau die Stelle von Lord of the Reed abspielst, dann genatzt. Das finde ich so geil. Genatzt. Das kann ich ja machen. Ich kann ja so ein Videomodul aus der Firma einfach einbauen. So ein machen, stellen wir ja her jetzt. Ja, mach bitte mal ein Video von das Videomodul. Will ich mal sehen. Das hast du mir noch nicht gezeigt. Das ist mal erklärt, wie das. Das ist Pappe mit Schaumstoff und da drin ist ein Bildschirm. Ja, mach doch mal so. Zeig. Ja. Das Geilste ist, wir haben unser alter Bildschirmhersteller, rat mal, wie der hieß. Kommst du nicht drauf? Warte. Katjes? Nein. Rommel. Alter. Ich hasse die Hämmer. If I had a hammer. Tja, wenn du nur einen hättest, ne? Oh nein, jetzt haben mich diese Suku-Dinger tötet. Succubus. Ey, Herr Phyrex, du kannst doch an der Leiche wiederbeleben, ne? Möchte, glaube ich, nicht an der Leiche wiederbeleben. Alter, den kannst du noch nicht mal betäuben. Siehst du meine blauen Geister? Mhm. Wir sind alle besoffen. War ja leicht. Er hat sich die ganze Zeit gemüht, jetzt redet er wieder. Alter, so ein Leecher, ne? So ein Leecher. Ich hab eine Sprachnachricht bekommen. Jetzt schon Kristallsäulengang. Aber da geht er ab. Oh fuck. Vorsicht, Strahlung im Boden. Guck mal, ein Malifant, Junge. Ottifant, guck mal. Alter, ich finde meine Maus nicht. Da. Ich habe nur Angst, dass ich mich die ganze Zeit von irgendwelchen Datteln oder irgendwelchen Früchten von der Wüste ernähren muss. Ich sag dir, türkische Sachen sind echt lecker. Also ich würde nicht diese Süßkrams essen, das ist ein Zucker pur da. Aber so Fleisch und so können die richtig geil zubereiten. Seid ihr denn? Also ich mache immer noch den goldenen. Ich auch, aber irgendwie ich sehe keinen von euch. Ihr wird immer voller.
Also musst du unbedingt mal eine neue Brille kaufen, ne? Der war jetzt doch mal ein Stück schwerer. Der war einfach nur assi, weil da so viele Ads bei waren. Held Sanctuarius. Wo seid ihr denn? Oh, meine Skills, weil die sich jetzt gerade komplett vorum. Ich hab. Oh, scheiße, ich hab hier noch ein. Kommt mal zu mir, bitte, kommt mal zu mir. Sind beide tot gewesen. Alter! Hau ab! Meine Skills haben dich verschoben. Dazu muss man erstmal Skill haben. Da! Was den denn her? Der kam auf einmal. Ja. Ich hab leider jetzt keinen Blizzard, der ist weg. Ist der hin? Volk stellt sich dem Tod und der Finsternis jeden Tag. Trotzdem findet ihr den Mut weiterzumachen. Es ist eine Ehre. Abbrechen oder annehmen? Was? Sei Agnes? Na, du bist nicht da, oder was? So. Ich breche ab, oder? Ich hab nix. Annehmen. Ich breche ab. Mein Hund. Wer ist da jetzt abgehauen? Annehmen. Seht die Zerstörung, die Diablo angerichtet hat. Wenn wir ihn nicht auf. Schenk ihm keine Waffe. Wir können nur. Oberste Übel. Das Omen. Quest angenommen. Hallo Lea. Guck mal, da kannst du Lea nochmal. Ist der Körper schon kalt? Der ist sowas von kalt. Belial als Assassine. Halt, Junge, Belial lebt gar nicht mehr.
Jetzt kriege ich eine SMS von Amazon, ne? Dass mein Paket in der Paketstation liegt und abgeholt werden kann. Soll ich mir gleich eine SMS zurückschicken? Ja, das nächste Mal bitte dann auch ein unbeschädigtes Paket. Mal gucken, es wird bestimmt, ich werde bestimmt nicht der Einzige sein, weil wenn die wirklich diesen zu kleinen Karton bei mehreren Leuten verschickt haben. Wenn jetzt vielleicht gequetscht wurde oder was? Naja, der Karton war ja kleiner als das als die Ghost Edition. Also war der Karton in der Ghost Edition? Nein, der Umkarton. Entschuldigung, das war gerade so gut. Wir können ja auch gerne tauschen. Ah, ich hab Spiel, ja. Digital. Ja, digital. Das ist aber ganz gut. Das kann gern tauschen. Ich werde eine Ghost Edition, denke ich mal, auch nicht verkaufen. Ich will es halt auch nicht aufmachen. Aber wenn später mal die PlayStation 10 geben wird. Meinst du, dann ist das noch was wert? Jeder wird sich irgendwie. Für mich ist es was wert. Ich bin komplett. Ja, das ist schon den komischen Alien-Ei gezeigt? Nein. Scheiße, kann ich schicken. Ich habe ganz günstig diese ganz spezielle Edition von Alien Anthology bekommen. Das ist so ein richtiges Alien-Ei, was wirklich richtig klasse aussieht, mit jedem möglichen Detail, wo ein Alien drumherum schliert. Das ist fluoreszierend, das leuchtet im Dunkeln. Mhm. Richtig klasse. Soll ich den reparieren oder was macht ihr? Jo, jetzt war er da. Oh, hier ist sowas. In der Rücke. Glückwunsch. Ja, der würde bei mir plus 60,2 Heilung machen. Abnormal. Oh, ein Level noch. Ein Level noch. Und dann? Dann kann ich endlich meine Rune rein. Ich kann den schwarzes Loch beschwören. Das war ja irgendwie so klar. Ich mag schwarze Löcher. Du magst doch haarige. Ja. Ich schreib mir ja nicht mehr, die Alte. Gute Überleitung, ne? Ja, deswegen wollte ich ja dich auch nicht vorhin damit nerven. Weil die hat nämlich nach dir gefragt. Der hat tatsächlich das Scheißding hier rumzustehen. Extra für dich. Ja, das hatte ich vorher mal auf der Arbeit. Extra wegen dir musste ich das jetzt mitnehmen nach Hause. Außen haben immer die ganzen Kollegen drauf rumgedrückt. Ihh, auf den Schub. Ma. Ja, guck mal, der macht Geräusche und dann immer. Er hat das schon gesehen und jeder, der den gesehen hat, musste immer drauf rumdrücken. An dem Tag, an dem ich mitgenommen habe, hat meine Arbeitskollegin bestimmt eine halbe Stunde lang nacheinander immer drauf gedrückt und sich total abgelacht, ne? Ja, da kann man Leute auch beschäftigen, ja. Das Geilste ist, als ich meinen Zauberwürfel mitgenommen gebracht habe und den innerhalb von 1 Minute 15 gelöst habe, ne? Weltrekord, das ist 8 Sekunden oder so. Da wollten die das alle probieren und haben es noch nicht mal ansatzweise hingekriegt und haben gefragt, wie ich das Ding innerhalb von einer Minute löse. Und haben es durcheinander gebracht und haben gesagt, hier, das ist doch geschummelt, mal nochmal, zack, wieder gelöst, innerhalb von unter 2 Minuten oder so. Und die haben halt gefragt, wie ich das mache. Und dann haben die sich wirklich einen halben Morgen damit beschäftigt. Krass. Okay. Da wundern die sich, wenn die Firma bankrott geht, ja. Hatten heute geschafft, einen Zauberwürfel nicht hinbekommen. Scheiße. Was machen wir hier? Oh, was haben wir alles eingenommen? Zauberwürfel. Berlin.
Abteilung interessiert nicht, was wir eigentlich nochmal. Mal gucken. Ich habe nur gerade eine E-Mail gekriegt, bla bla Sülz. Mit dieser Reklamation, wo ich die Stellungnahme vorhin geschrieben habe. Bla, das klären wir Donnerstag. Du hattest doch gewusst, dass die Farbe anders sein muss. Würdest du Chewbacca auf deinen Schreibtisch stellen, würde die denn auch jeder berühren wollen? Kommt drauf an, wie sie da sitzt. Ah, scheiße! Was denn? Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Ich hab nicht angegriffen, jetzt hau ab. Ich hab mal auch nicht angegriffen. Achso, Schlüsselmeister. Was? Nee, Schatzgoblin. Oh, Schatzgoblin. Achso. Weil er ein Schreckensdämon war. Oh Mann, ich will die. Ah, das schafft man nicht. Warte, warte, warte. Ah. Ja, 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 ja! Alter, gerade so, ne? Der ist schon gesprungen, kann das sein? Ja. Ja, im Fluch haben wir noch erwischt. Alter. Werden wir mit den Saisoncharakteren auch Bounties machen? Oder willst du ab 70 aufhören? Guck mal ruhig mal. Oder nach Akt 5. Ja, ihr werdet dann sowieso wieder für Wartung sein als ich, also könnt ihr unter euch ausmachen. Ihr werdet viel öfter spielen als ich. Ja, Saisoncharaktere spielen wir nur zusammen. Und wenn du sagst, wir bleiben dann auch danach noch zusammen, ja, dann machen wir das. Das andere ist für mich, da ihr jetzt ja sowieso da euer Ding durchzieht, für mich völlig unrelevant geworden. Diesen Kreuzritter, das mache ich auf irgendeinen anderen Art mal irgendwie. Vielleicht finde ich noch jemanden, der da mal auf dem gleichen Level ist. Aber hier mit denen können wir ruhig machen. Ja, wieso mit dem Kreuzritter? Weil ihr dafür weiter seid und wenn euer Zeug da rumlaufen lasst. Wir sind nicht viel weiter. Das ist, na, ihr beschäftigt euch ja auch viel mehr damit. Ich habe keinen Bock, mir erst irgendeine scheiß Strategie auszudenken. Ich will jetzt eine Minute spielen. Hä, es ist halt. Endcontent willst du natürlich auch Sachen haben, die höher sind, ne? Und damit du halt. Ja, klar, aber ich T6 nicht... ja, gehen ist kannst. Egal, brauchen wir diskutieren, du kennst mich, Benny, ich mach sowas nicht ungern. Ich meine, den nehme ich doch gerne immer mit, auch normal. Ja, es bringt mir aber nichts, wenn ich da ständig sterbe. Du stirbst ja nicht ständig. Außerdem ist Sterben ist normal in dem Spiel. Sammeln sein, das ist das Wichtigste. Bin gestern in Welle 34 da auch ewig gestorben. Oh, ich auch. Spaßig war das nicht. Also spaßig war es schon. So viele Level-Ups nacheinander kriegt er und der Dämonenjäger hat alleine gekämpft quasi. Für alle. Das war so ein Kack-Franzose und sagte dann irgendwann auf Französisch, dass wir das mal ein bisschen ernster nehmen sollen, das Ganze. Weißt du, aber er rotzt diese ganzen Wellen weg, ne? Dass wir auf so eine hohe Stufe bekommen, weißt du? Und dann beschwert er sich noch. Oder ich habe ein Marquis-Ding gefunden. Marquis-Edelstein. Fett. Sind jetzt 60. Wenn es jetzt noch Atem des Todes gibt, wäre super. Dann können wir wenigstens schon mal die Hände aufwärmen. Ah, Dev geht ein, das ist die größte Schwäche bei dem.
Ah, vielleicht droppt er uns das Rezept. Nein! Auf ihn! Danke. Die Stimme ist geil. Ohne Sound. Halbe Stunde. Alter. Halbe Stunde eingefroren, ja. Alter Schwede. Wäre schon dreimal tot, wenn wir angreifen würden. Alter, der friert meine Klone hier synchron ein. Sieht voll geil aus. Der macht nicht mal Schaden, richtig, ne? Das ist geil, es macht überhaupt gar keinen Schaden. Oder wir sind schon zu hoch, was den Schaden da eventuell anbetrifft. Das könnte auch sein. Ich habe einen Plan bekommen. Für den Hirtenstab. Ich nö. Alter. Das ist krank. Was jetzt für Zeug droppt. Das blaue hier gibt mir 50,7 mehr Schaden. Das ist blauer Gegenstand, ne? Alter, will ich mal ausrüsten. Die plus die 61er Gegenstände, die geben mir jetzt richtig viel Zeugs. Ich habe jetzt schon einen Zweihandstreitkolben, der 2500 mehr Schaden macht. Prozent. Ja. Krass. Jetzt kann ich die ganzen Legendaries wieder abnehmen. Obwohl der Stufe 55 ist. Oh ne, schon wieder. Oh. Kannst du mal mit deinem Aspekt des Ostens den fertig machen? Der Aspekt des Ostens trägt jetzt ein Zweihandschwert. Welches Schwert hast du denn? Genau. Oder ist das ein 0815 Schwert? Ja. Macht einfach mehr Schaden. Ja. Gut. Oh, Vortex. Deine Klone benutzen auch Vortex. Das ist total geil. Spielt überhaupt für ein Char? Zauber. Gut, dass du noch einen Level kriegst. Ich wollte gerade sagen, das ist cool. Was bisher gedacht, Eiskönigin oder was? Die Eiskönigin, ne? Schneeweißchen und Rosenrot. Eiskönigin.
Königin. René, dir fällt auch wieder was Neues ein, wa? Alter, wirklich, nach all den Dingen auf Gipfelhaus. Haben wir uns noch gar nicht gesehen. Solange du nicht Rübezahl sagst, ist alles in Ordnung. Ich hatte gleich meine Rübezahl. Oh Gott. Ich will deine Rübezahl nicht sehen. Jeder will meine Rübe sehen. Nee. Ich habe da ein Muttermal, das hatte meine Mutter mal. Schön. Jetzt kriegst du. Na! Sind jetzt alle gestorben? Ja. Ich weiß, woran es lag. Königin. Ich weiß, woran es lag. Ich habe nämlich gesehen, wer als erstes gestorben ist und der hat uns alle zu Fall gebracht. Wer war das denn? Na, wenn ich nicht war und du nicht warst, dann bleibt ja nur noch einer über. Ja, oder? Das bei dir ist halt das Problem, wenn du nach 60 Level nicht mitbekommst, was ich spiele. Dann weiß ich nicht, ob du überhaupt bist, dass ich überhaupt mitspiele. Vielleicht bin ich gerade erst reingekommen mit Spiel. Ah, wer bist du denn? Alter, Klatschlein. Der Aspekt des Ostens. Eiskönig. Bist du? Geh dich! Aspekt des Ostens, aka Eiskönigin, alles klar. Er ist die Ostkönigin, ja. Schneeschlampe. Er ist Zoologie-Professor. Von Sanctuario, ja, ganz toll. Dafür ist er auch ziemlich oft auf dem Boden gerade und sucht seine Kontaktlinsen. Alter, das war ganz schön heftig, wo du mir die Granaten mitten da gegeben hast, wenn die ganzen Bohnen rumstanden. Der ist auch rumgegangen, ne? Ich dachte nur so, oh Scheiße, jetzt kommt der dahinter. Rum. Der Boxer, ne? War das? Ja. Was ist eine Falle? Habt ihr nur verarscht? Außerdem, als Roffel dich, glaube ich, getötet hat, waren auch die ganzen Granaten da auf dem Boden. Ich habe das nicht mitgekriegt, ich habe die sofort eingesammelt. Besser ist es, Mann. Ich meine, du hattest die ja da eh schon dupliziert, oder? Mhm. Ja, das okay, wäre egal gewesen. Ich weiß noch nicht mal, wo ich die Granaten her habe. Die habe ich einfach drinne. Wahrscheinlich haben die am Anfang irgendwann mal eingefügt, dann Flashbangs draus gemacht und dann umgeskriptet und dann habe ich die da drinne. Aber ich weiß nicht, ob die überhaupt irgendwas machen. Müssen wir was von, ob die Personenschaden verursachen wir gegen Fahrzeuge? Null. Ja. Hat nur Puff gemacht. Nicht mal gegen den Squad. Ah, stimmt. Dann sind das die Granaten. Stimmt, die machen keinen Schaden. Machen gar keinen Schaden? Was? Tolle Granaten. Was machen die dann? Puff. Die haben, glaube ich, da... Die wollten was ausprobieren. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die machen... Oder wir müssen mal ausprobieren. Mal außersehen eine fallen lassen. Bei dir in der Nähe oder bei mir in der Nähe? Das Gebiet mag ich zum Beispiel überhaupt gar nicht. Tiki-Time!
Atem des Todes, ich gerade bekommen. Oi. Ja, ich auch. Oh, ich sehe den Pfeil. Einfach laufen, einfach laufen. Und dann könnt ihr zu mir porten. Ja, da sind auch Feinde. Einfach laufen am Arsch, Alter. Was ist los? Einfach laufen. Hey, T-Royal. Was ist? Ach, was? Ja, schon. Ach, René, du spielst ja auch mit. Ja, aber übrigens, das ist Diablo, ne? Das so, war mal Lea. Lea ist tot. Das war League of Legends. Ja, ich wollte auch gerade sagen, sieht so ein bisschen nach League of Legends aus. Wahrscheinlich würdest du die... Geil, ich kann Diablo einfrieren. Wahrscheinlich kannst du die, würdest du die auch noch vögeln. Hätt auch titten, ja, ein Stück. Bestimmt mehrere Löcher, du. Löcher ja. Des Todes, Junge. Ein Tod, den ich gerne sterben werde. Loch. Hauptsache Loch, ne? Brennt zwar ein bisschen, ne, weil es dämonisch ist, aber... Spucke ran. Pui, pui, pui. Schwefelgeruch. Genug, und es vereist. Alter, das sind die Portale von deinem Ich gewesen, ne? Meine Hämmer sind da gar nicht durchgekommen. Nee, es kann auch sein, dass das dass es seine Duplikate sind, also sein Schatten. Ja, ja, ich meine, ja, sein Schatten, da sind die Hämmer nicht durchgekommen. Wenn der Schatten jetzt auch ein Duplikat macht, dann ist es heftig. Irgendwie fühlt sich das gerade richtig gut an. Benny ist so dein Charakter, ne? Ich hab grad dich getötet. Ja, irgendwas schwer, ne? Wie geil. Hast du dir welche Zähne ausgebissen? Ja, ich glaube, ich bin Freitag nicht da. Was war Freitag zu Joey, oder nicht? Ah ja, stimmt, Freitag war ich da bei Joey. Das war doch so geil, oder? Ja. Entschuldigung, dass wir das mit dir abgezogen haben, aber das war richtig geil. Hat Joey das überhaupt nicht davon gewusst? Ja klar, da ja, hat er mitgemacht. Ich fand das Hammer. Was, wie du es ernst genommen hattest, das war richtig geil. Du weißt schon. Ja, man kann ja nicht sagen, ansteckend sein kann. Ja, ich hab's ja selber gehabt. Wie schlimm das werden kann, der Dreck. Und dass es auch tödlich sein kann, wenn es wirklich richtig heftig wird. Ja, es, ich hatte aber die nicht, ich hatte ja eine andere andere Art. Ich will nicht sterben. Ich bin eingesperrt. Ich bin tot. Doch nicht. Ah, ich trag jetzt gar nicht mehr das Ding, wenn ich getötet werde, dass ich wieder auferstehe.
Diablo geht auch so tot. Alter, gut in der Zeit gewesen. Richtig geil. Jetzt ist 17 Uhr. Gibt's auch wieder ein 100% des Legendary? Zwei. Ich hab keins gekriegt, glaube ich. Ich nur eins. Ich auch nur eins. Ja doch, da so ein Amulett-Kack. Amulett-Kack. Oh, das Schwert ist gut. Auge von Etlich. Ich muss da einen Sockel reinkriegen. Mein Diablo ist gerade abgekackt. Das ist nicht gut. Heißt das, du musst das nochmal machen? Nee, erst wenn wir das Quest abgeben, er kann gleich nochmal reinkommen. Nein, nicht abgeben. Nie abgeben. Abgegeben. Da, wenn du das abgibst, ne? Bin das nicht. Bist du drin? Ja, ich hab Schnellbeitritt gemacht, warte. So, ja. Ja, kommst du zu mir? Bist du noch bei... Ja, du kannst das Quest abgeben. Speicherpunkt. Wollt ihr euch in den nächsten Akt begeben? Das ist geil, jetzt kannst du wenigstens da sogar noch mit jedem reden hier und deinen scheiß Erfolg machen. Schließt Akt 4 in unter einer Stunde ab. Also nicht schlecht. Schade, den hab ich jetzt nicht gekriegt. Jetzt nicht mal eine Stadt. Benni, warte mal. Bitte. Achso, ich wollte zum nächsten Speicherpunkt, weil ich jetzt offen muss. Da gibt's, kommen wir jetzt in der Stadt nicht rein. Das dauert lange, bis wir da reinkommen. Ach so. Ja. Muss ich mich hier ausklinken.